Vorlauf, der die Czeplak auch ganz knapp bezwingen konnte. All die Verletzungssorgen bei Claudia Gesell sind passé. Jetzt gilt's und sie scheint am Punkt X da zu sein. Jetzt kommt drauf an, wie kann sie sich einreihen. Da drüben kann man ja jetzt auf die Innenbahn gehen. Da darf sie nicht zu weit hinten sein, wenn vorne das Tempo abgeht. Und was macht Yvonne Teichmann? Jetzt geht's nach innen. Und Czeplak, wie ich schon gesagt habe, im hellblauen Trikot, die blonde Dame geht nach vorne, führt das Feld an. Acht Tempo. Ein bisschen ungeschickt hat sie sich da zurückfallen lassen müssen. Mit ein bisschen mehr Entschlossenheit, aber hätte sie vielleicht Tempo und vor allem auch Kraft vergeudet. Die Claudia Gesell hätte sie sogar in zweite, dritte Position gehen können. Beide Deutsche hinten im Augenblick. Yvonne Teichmann ist Letzte. Und Claudia Gesell kämpft sich jetzt langsam nach vorne. Czeplak geht nach vorne. Dahinter dann Kelly Holmes, die Britin. Und dann die Portugiesin Semedo. Und Claudia Gesell zusammen mit Yvonne Teichmann am Ende des Feldes. Da geht es nur noch vielleicht im Sport, zweite, dritte zu werden. Und schnelles Tempo für Czeplak. Schnelles Tempo, ideal für Claudia Gesell. Czeplak hat sie gesagt, ist weg. Aber die anderen dürfen nicht zu weit weg. Kelly Holmes weiß natürlich auch, was die Stunde geschlagen hat. Versucht schon ein bisschen davon zu gehen. Und jetzt muss Gesell kommen. Eingangs dagegen geraten. Das tut sie. Geht zunächst an der Weißrussin vorbei. Yvonne Teichmann geht da mit. Aber der Abstand ist groß zu den vier Läuferinnen vor ihnen. Ich glaube nicht, dass da noch was geht. Da muss Gesell unglaublich viel Kraft noch für den Sport haben. Die Endphase. Czeplak führt vor Kelly Holmes. Das ist die Reihenfolge. Claudia Gesell versucht alles, aber der Weg ist weit. Vorne, meilenweit enteilt Yolanda Czeplak und da attackiert Teichmann sogar Claudia Gesell. Holmes und Martinez auf den Plätzen 2 und 3 und jetzt kommt Claudia Gesell. Sie fliegt da zwar noch mal heran. Innen Gesell und außen Teichmann haben sie schön aufgeteilt. Czeplak wird gewinnen. Dann Martinez wird Zweite. Holmes rettet den dritten Platz und der Angriff von Gesell kommt zu spät. Es reicht doch für Platz 5. Schade, aber da war das Tempo am Anfang zu schnell, beziehungsweise sie haben es beide, sowohl Yvonne Teichmann wie Claudia Gesell, nicht so angenommen, haben sich zu sehr...